Der Niederländer Duncan Lawrence hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Der 25-Jährige siegte in Tel Aviv mit der Ballade Arcade vor Italien und Russland. Für die Niederlande ist es bereits der 5. Triumph beim Grand Prix-Wettbewerb. Am Ende triumphieren die Niederlande. Duncan Lawrence holt tatsächlich das gläserne Mikrofon, nachdem er von Anfang an als großer Favorit gehandelt wurde. Sein Titel Arcade, ein zurückhaltender Beitrag. Es geht um Liebe und ein gebrochenes Herz. Die Abstimmung völlig offen, spannend bis zur letzten Sekunde. Der deutsche Beitrag Sister der Sängerinnen Carlotta und Laurita landet auf dem drittletzten Platz. Die Jury bewertet den Song solide. In der Publikumswertung aber fällt er durch. Kein einziger Punkt vom europäischen Publikum. Der Eurovision Song Contest, ein weitgehend unpolitisches Spektakel. Toleranz und Frauenrechte werden knapp thematisiert. Ansonsten wird die Show von der schillernden Bühnentechnik dominiert. Madonna nutzt das Millionenpublikum, um ihr neues Album zu präsentieren. Ihr Appell: Unterschätze nie die verbindende Kraft der Musik.